Doch, wo soll ich mich her? Da bleibt so ein kleines, aber die Seite hier. Großes Fenster. So mickrig. Skorpion überall. Oh, schmeißt er einfach sein Schwert weg. Depp. Ja, so viel Schaden machen die Skorpione doch nicht, gell? Ja, noch mehr Small, echt. Au. Bisschen abroden hier. Umgebung. Komisch, dass ich hier in den Höhlen so viel Eisen gefunden habe schon. Aber noch keine Kohle. Normalerweise findet man doch Kohle immer an jeder Ecke. Naja. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen hier Skorpion auf dem Dach. Komm hier. Und mit dem Chitin kann man sich schon Rüstung bauen. Was letztes Mal auch nicht gemacht. Wenn man dann ein Dorf finden, kann man diesen Comes Alive Mod nochmal demonstrieren. Die genervt. Dass man da jetzt richtig mit den Dorfbewohnern interagieren kann. Ich glaube, jetzt muss es noch hoch für mein geplantes Dach. Weil ich. So, und da vorne soll dann das Dach ran. No. Leer. Und es wird ein Zweier, das wird ziemlich spitz, das Dach dadurch. Naja, ist aber stimmt. Ich bin da vorhin rausgerannt, hier drüben, oder? Nee, ist tot. Ja. Das ist schon mal Eisen. Ach, die Füchse. Naja. Boah, schön. So weit an der Oberfläche so viel Eisen. Da auch noch. Naja, so schlecht ist die Karte ja doch nicht, gell? Und das ein Cooler. Hä? Ich wollte euch nicht liegen lassen, das wird schon mit. Ich weiß nicht.
ich mich da schon runter trauen kann. Wir riskieren es einfach. Wow, hier sind viele verzweigte Höhlen. Also, da ist schon Lava zu sehen. Da hinten ist das Skelett. Ich hoffe, das sieht uns nicht. Wir tun einfach mal so, als hätten wir es auch nicht gesehen. Na. Oh, ich muss das auch. Oh. Echt. Puh. Da noch gut hingekriegt. Dachte jetzt echt. Aber wie schön lang die Ignorieren-Taktik geklappt hat. XP sind halt unten gelandet, naja. Landen. Geben wir uns erstmal mit dem, was wir machen, zufrieden. Die Musik passt gerade zu dieser Begegnung ein bisschen. Puh. Oberflächliche Kohle, yeah. Kohle ist ja immer so oberflächlich. Na, hat gerade ein Huhn eingelegt, oder? Zack. Zack. Schön. Ich würde mal was essen. Genau, das. Ach, das ist die, wo wir reingefallen sind. Das ist die unterm Haus. Ein paar Geräusche, die Hirsche. Yeah. Bloß vor der Nacht wieder ins Haus kommen. Gleich mal das Schwert nehmen. Und hopp, 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 Eisen.
Und wieder Kohle. Mann. Ich habe schon mal gesagt, dass eine Uhr nicht schlecht wäre. Also, richtige, wo ihr da steht, in so und so viel Sekunden wird es Tag, Nacht und so weiter. Wenn jemand so ein Add-on kennt, ach, ich sage immer Add-on, gell? Wenn jemand so ein Mod kennt, einfach mal schreiben, wie der heißt. Vielleicht auch, wo ich den krieg. Dann können wir unsere Ausflüge. Ja, später brauchen wir ja eigentlich nicht mehr, nur noch am Anfang. Wenn wir jetzt rückkehren müssen. Ich muss sagen, für so einen kleinen Ausflug, den ich vorhatte, wäre eine recht gute Ausbeute. Sehe ich am Licht schon, dass es Nacht wird, oder? Täuscht das. Zack, zack, zack. Doch, da geht sie langsam unter. So, den Baum hier hauen wir noch weg. Jetzt haben wir leider keine Schere, um das Schaf zu scheren. Jetzt könnten wir uns schon langsam Bett machen. Das Schaf ist sowieso schon wieder verschwunden. Zack, Tür auf. Tür zu. Stay. Eisen rein. So. So, das verwenden wir schon mal. Zack. Skorpion-Boot. Die sehen so jetzt nicht so besonders toll aus. Aber sie erfüllen ihren Zweck. Hm. Steine haben wir jetzt auch schön fürs Dach dann. Die hier brauchen wir dann auch auf dem Dach. Ein bisschen Erde, um hochzukommen aufs Dach. Schere machen wir uns auch mal. Dass wir demnächst ein schönes Bett machen können. Genau, ich wollte mir Werkzeug zimmern. Eine Waffe. So. Ach ja, schauen wir dem Eisen zu. Wie das Eisen langsam rüberwandert. Und wir haben es jetzt schon um 1. Ja, Sonntag früh ist um 1. Ich weiß nicht, wir brauchen ja auch noch ein paar Fackeln, echt. Alles hier. Irgendwie momentan auch wenig Gegner in Sicht, oder? Täuscht das. Ah, Ziege. Das. Sechs Ziegen. Die fressen immer Zeug, das runterfällt. Soll ich jetzt hier Baum abbauen? Und den Holzstamm nicht gleich aufsammeln? Dann fressen die mir den mal weg. Schon festgestellt. Letztens schön Kohle abgebaut. Oberfläche durch. Nicht gleich eingesammelt, so von der Seite. Immer geht eine Ziegel rein, macht zack, zack, zack. Fast die ganze Kohle weggefressen. Das gab's nicht, ich bin mich geärgert. Und seitdem sterben alle Ziegen, die ich sehe. Natürlich auch im Real Life, weil das ja so ist, wenn man Computerspieler ist, macht man ja alles im Real Life genauso wie im Computerspiel. Wisst ihr ja.